Hallo, liebe Freunde mittelalterlicher, wunderbarer Spiele, in denen es um Ordnung und Geometrie und Aufräumen geht. Dann seid ihr hier falsch, hier geht es nämlich überhaupt nicht darum. Hier geht es ums blanke Chaos. Und ja, was ist schöner als ein Anblick eines Scheiterhaufens am Morgen? Wir sind hier bei Going Medieval. Und hier sehe ich gleich die Pilze sprießen, die können wir schon mal wegmachen. So. Ja, hier sind wir wieder. Nachdem es ein paar Bugfixes und Updates gab und hier einige neue Dinge reingebaut wurden, wie eine Roadmap zum Beispiel, die wurde ein bisschen verbessert. Können wir mal speichern. So, machen wir zurück. Gehen wir ins Hauptmenü. So, gehen wir mal kurz zurück und schauen uns mal den Entwicklungsplan an. Ja, hier wurde einiges ja neu eingebaut. Karawanen, Diplomatie, Händler. Es gibt jetzt Fraktionen auf den Karten. Charakteranpassungen. Also wie man hier sieht, die Roadmap geht so ein bisschen weiter. Wir sind ja immer noch im Early Access. Bin gespannt, was als nächstes kommt. Soziale Interaktionen der Siedler. Da geht's vielleicht ab. Ich weiß nicht. Prügeleien. Sex. Ich weiß nicht. Religiöse Einflüsse. Das wird anscheinend dann auch besser. Bisher wird ja nur rumgebetet, hat aber irgendwie noch nicht so wirklich eine Auswirkung. Wir können unsere ganze Siedlung anstecken. Das finde ich gefährlich. Wir können Schnee ansammeln, um irgendwas mitzumachen. Keine Ahnung, Schneemänner bauen, Wasser gewinnen. Aber Wasser brauchen wir eigentlich so bisher auch noch nicht. Da bin ich mal gespannt, wie das alles funktionieren soll. Pfade aus organischem Schmutz. Wer möchte sowas nicht gerne haben? Ja. Und hier berittene Belagerungswaffen. Da freue ich mich auch drauf. Ja, Wildtiere zähmen. Hier kommt also die Tierhaltung. Könnte dann auch interessant werden. Warum man natürliche Höhlen braucht, das weiß ich jetzt nicht. Und Ruinen. Ja, das, unser Dorf sieht eh schon aus wie eine, aber. Und irgendwann soll auch dazu kommen mehr Bauwerk, mehr Musik, Kartentypen und tralala. Also hier hat man schon einiges eingebaut, aber so das hier aussieht. Könnte das ein ganzes Jahr dauern, bis das Spiel immer fertig ist, aber ja, warum nicht? Besser, man lässt sich Zeit und baut alles nach und nach ein und verbessert das Spiel, indem man, oder man bringt es einfach vorschnell auf den Markt. Das haben schon viele den Fehler gemacht, nur um noch schnell die Kohle reinzukriegen, oder ein Investor wollte sein Geld endlich mal wieder haben. Und dann bumsalera, hat man irgendeinen Mist rausgebracht, wo nach 3 Monaten die Leute weglaufen. Und die Kritiken einfach nur alle böse sind, weil man es versaut hat. Ja, das bringt nichts, dann lieber eine mit Weile. Da haben wir alle mehr von. So, wie sieht es hier aus? In unserem wunderschönen, chaotischen Dorf. Keiner wirkt sein Kissen, das ist schon ein gutes Zeichen. Es regnet. Das ist nicht so schön, aber es ist im Grunde jetzt auch im Herbst, also eigentlich eher ein Winter ist. Und liegen ja Zwerge rum. Man weiß es nicht. Ah, hier liegen noch ein bisschen wenig. Das liegen. Da gibt es ein bisschen wenig Fallen. Mal gucken, ob wir da noch ein bisschen was machen können. Zack. So. Die funktionieren zwar auch nicht immer, aber sie können Feinde verlangsamen. Das haben wir auf jeden Fall schon mal gemerkt. Hier ist auch ein Entschuldigung, mitten in der Landschaft. Ja, warum auch nicht, ne? Hier liegen wieder, mein Gott, also man kommt gar nicht mehr mit dem Aufräumen weiter, weil überall dauernd Leichen rumliegen. Hier liegt nur ein Matschstück in der Gegend rum. Hier haben wir die Bärenplage, also nicht die Bären, sondern andere. Hey, ist das mal, ja, was hier los ist. Hier liegt doch überall Müll rum. Weil die Kerle hier einfach nicht aus den Füßen kommen. Hier haben wir ein paar Bäume fällen, also die haben wir mehr hier. Boah, hier liegt überall der Müll rum. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Jetzt ist Maria. Wir haben irgendwie eine Art Überproduktion, aber können damit nicht so wirklich was anfangen, habe ich das Gefühl. So, aber können damit zumindest mehr Schnaps brennen. Gebt uns mehr Schnaps. So. Der Essig, das Bier, der Wein. Ja, mal Essig. Okay. Ach, schön, dieser Regen. Es ist schon schön nass und läuft hier so richtig das Dach runter. Cool gemacht, finde ich.
So kleine Details. Müsste man nicht machen. Dort noch läuft die verwirrt durch den Wald. Sehr schön. Wo wir? Die machen noch so einen Baum. Den können wir auch beseitigen. Hier wird jetzt Holz gehackt, Leute. Hier ist Schluss mit lustig. Wir müssen Scheiterhaufen ans Brennen halten. Hier ist es noch mehr. Oh, ein Hirsch. So, wer jagt denn eigentlich? Keine Ahnung. Donald. Ach so, ja, stimmt. Sibyl auch. Am besten lassen wir alle jagen. Dann haben wir genug zu futtern hier. Das Zeug wird hier irgendwo auch nicht weggeräumt. Hier ist es noch mehr. Liegt hier eigentlich alles? Ja. Alles rum. Wir müssen diesen ganzen Kram vielleicht mal aufheben. Damit wir das mal verwenden können. Das kann man eigentlich verschrotten. Ist ja auch nicht schlecht. Ja. Die Hirsche laufen hier durch die Scheiterhaufen durch. Das ist kein Problem. Hier läuft alles voll Wasser. Auch interessant. Wo sind meine Männlein eigentlich alle? Hallo? Ich höre überhaupt nichts. Herr Boger rennt hier rum. Sehr schön. Warum auch immer. Sammelt was. Okay, sammelt. Das sieht wie eine Arbeit aus. Muss es zumindest die Arbeit aussehen lassen, wenn man schon nichts macht. Ihr kennt es nicht, jeden Tag aus dem Büro. So, mal gucken, was wir hier noch machen können. Hier können wir Eisen abbauen. Liegen die überhaupt hier rum? Können wir ja mal jemand mal einsammeln. So. War richtig ruhig hier. Was ist los? So. Sehr schön, dann macht hier unsere. Er klappert die Fahnen hier zusammen. Hier hat man ja nochmal so einen kleinen Lagerplatz gebaut. Genau. So, hier fehlt immer noch Zinn. Also, wir haben immer noch. Wir müssen hier mal was abbauen. Das müsste auch jemand mal wegbringen. So. Hier wird gekocht, das ist schon mal gut. Es wird eingelegt. Und davon kann man auch noch mal was machen. Wir haben eigentlich so viel Vorräte, wir können eigentlich viel mehr machen hier. Was soll der Scheiß? So. Der Ofen muss brennen! Und dann wohin damit, weiß auch keiner, aber gut. Hm. Da liegt auch reichlich rum. Kerl ist hier vor sich hin am Basteln. Verbannen kann ich den hier. Symbol neu. Angreifen. Oh. Okay. Der Ofen ist auch immer an hier. Obwohl das immer auch auf Aus steht. So, keine Ahnung, dass nicht immer noch ein Bug ist. Aber gut. Ups. Können auf jeden Fall nochmal was recyceln. Können auch schon anfangen, Winterkleider zu machen. Muss man sagen. Wie sieht es denn hier aus? So, der hat einen langen Bogen, der ist solide. Okay, der sieht noch gut aus. Zibyl hat hier einen Kriegsbogen.
Ja, so auf die Hälfte runter, aber das sieht auch noch gut aus. Und hier unser Langbogen. Ja, das sieht auch noch gut aus. Ist auch noch, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte. Könnte man natürlich irgendwann mal anfangen, einen neuen zu bauen. Würde nicht schaden. Hier können wir so einen Knüppel bauen, ne? Brauchen wir aber eigentlich nicht. Den Scheiterhaufen los. Hier, wir haben genug Ressourcen rumliegen. Wie man sieht. Helm aus Leder. Der ist solide. Die sind aber auch noch ganz gut. Also. Ja. Sind eigentlich gut ausgestattet. Bis auf Audric und sein Hirschgeweih. Ja, der ist nicht mehr ganz so gut, der Plattenhelm. Naja, irgendwann ist er aber mit Rudolf. Wo ist er denn überhaupt? Ah, der Renter. Rudolf, hello. Unser Red-Nose Reindeer Siedler. Wo denn hin? Was ist hier los? Und warum forscht hier keiner? So, Donald ist am Futtern und ihn am Spielen. Was ist mit der Forschung eigentlich? Kartografie? Ah, das ist neu. Naja. Das ist neu. Verteidigungsanlagen. Dann haben wir die Metallfahne. So, Forschung 3. Möbel 2. Gibt es hier sonst noch Neues? Sonstmacher. Können wir Plattengeschichten machen? Wir brauchen ja auch noch diesen anderen Forschungsspur oder was das gewesen ist. Ja, hier wird munter gezecht und gebechert, wie es aussieht. Den Raum, der ist eigentlich auch viel zu klein. Den müsste man mal vergrößern. Also hier müssen wir eine Revision machen in dem Ort. Wir brauchen mehr Platz. So sieht's aus. So, wir müssen ein bisschen expandieren. Und hier ist ein bisschen schlecht. Hier haben wir natürlich ein Graben. Keiner kümmert sich hier ums Feuer. Hier, die Ressourcen liegen noch hier, da. Wilder Dritter. Oder wie auch immer. Überall liegt Zeug rum. Jetzt pennen sie wieder alle. Also. Wie funktioniert das hier? Das Fenster jetzt eigentlich zu? Ja. Sieht nur so aus. Achso, für den Winter könnte man natürlich auch nochmal. Habe ich dann eigentlich einen Ofen reingebaut? Ja. Den können wir auch schon mal anmachen. Ja, ja. Huch, jetzt los. Auf dem Holzweg! Er wurde schwach und blutend von einem Bürger von Sumpftown gefunden. Nach der Axt und dem zerbrochenen Holz zu urteilen, hatte Osgood eindeutig einen Unfall beim Holzfällen. Würdest du ihn aufnehmen, gesund pflegen? Hatte er. So. Was kann der denn? Hat er sich die Hand abgehackt oder was? Rustikaler Rekrut ist er. So, 24, 300 Kilo, ist 1,63 Meter. Okay. Also vom Alter her so wie ich ungefähr. Ist gut im Nahkampf, im Schneidern und im Zimmerhandwerk. Dann beim Bauern und im Nahkampf, ja. Schneidern, also eigentlich brauche ich noch einen, der schneidert. Ja, was soll man machen? Wir lassen hier keinen draußen liegen. Okay, der pennt jetzt hier erstmal. Okay, ist auch Nacht, ne? Wir haben jetzt zum Glück ein Bett zu viel gebaut, auf Vorrat. War ja abzusehen, dass hier irgendwann nochmal wieder einer auftaucht, den wir retten müssen. Sieht denn darum? T
Textilien. Warum liegen hier Textilien? Okay. Hier ist was los, Leute. Ich weiß nicht. Eieiei. Na gut, aber einer mehr. Ich glaube, hier braucht man dringend jemanden, der mal aufräumt. Es ist das reinste Chaos hier. Hauptsächlich Abfall. Ja. So. Die Sonne scheint, Leute. Auf geht's. Wach werden. Verdammt nochmal. Ich glaube, unser Hausmeister kümmert sich um nichts, habe ich so das Gefühl. Verlagern kann ich das Ding jetzt. Ah, das war auch neu, ne? Man braucht das jetzt nicht mehr alles abreißen, neu bauen, sondern kann das jetzt hin und her transportieren. Ist ja auch vernünftig. War das immer sehr lästig. Ja, die wird munter gezecht. Mampf, Mampf. Sehr schön. Ja. Warum ist es denn hier drin? Ja, war nicht so warm. So, müssen unser Hausmeister irgendwo mal hingehen und die Öfen hier wieder anzünden. Wird natürlich lustig, wenn man hier dann Feuer einführt, dann wird wahrscheinlich einer oder andere schnell seine Bude abgefackelt haben. Hier brennen die Öfen ja eh immer, egal ob ich da einen oder ausschalte. Also von daher. Manchmal ist das schon. Sehr ungehorsam. Muss einfach so sagen. Ja, warum wir so schlechte Sachen hin können. So. Was macht sie denn hier? So. Belvedon Gale ist im Bergbau besser. Sehr schön für sie. Ah, Oscar hat sich für ein Bett gefunden und wird von Brent behandelt. Oh Gott, na gut. Aber er hat es geschafft, er hat ihn nicht umgebracht, er hat ihn behandelt. Das will schon was heißen. Ich sag's nochmal. Okay, der pennt. Hat eine Wollwinterkleidung in guter Ausstattung. Okay, hat eine Wollkappe. Jo, gut. Bis minus 10 Grad hält er damit aus. Oh, ja, geht sogar. Der Brent hat noch die wie Sommerkleidung, ne? Ja, stimmt. Dann könnten wir ihm noch einen Wams geben. Und noch was anderes, wenn er mal aufgestanden ist. Jetzt können wir uns natürlich mal angucken, was kann der? Wer ist das? Osgood, der rustikale Rekrut. Wann immer möglich, übte Osgood mit dem Langbogen. Aber das Flügen und Mähen hat im Allgemeinen Vorrang. Ja. Wie dem auch sei, Osgood wurde für einen Kampf in Frankreich angeworben, der bei der Belagerung von Tournai endete. Eine Sehne für seinen Bogen und eine Geschichte für das Lagerfeuer. Damit kriegt man dann nicht. Nach dem Tod und Schrecken vorüber waren, hat Osgood gelernt, mit in der Wildnis gesammelter Nahrung zu überleben, die gelegentlich durch gestohlene Eier oder gefangene Hasen ergänzt wurde. Osgood konnte aus Löwenzahn, Primeln oder gedünsteten Eicheln eine Mahlzeit zubereiten. Seine Augen lagen tief in den Höhlen, immer hungrig schauend. Ja, das kenne ich von jemandem, der guckt auch mal so hungrig. Meisterschütze, Schneidern, Schmieden, Botanik und Kochkunst. Also kann man sich dann Essen selber schießen, schneidert sich dann dazu passende Kleidung, schmiedet sich dann Bogen und guckt in die Botanik, ob er da was essen kann. Das ist eine interessante Kombination. Ist das hier? Er ist flegelhaft. Hoho, was ist das? Gemein und mürrisch, kaum noch zivilisiert. Ui, mit Osgood zu arbeiten ist schwierig und sich anzufreunden ist noch schwieriger. Uiuiuiui, Tempo der Stimmungsänderung, 10%. Also er ändert dauernd seine Stimmung, das ist schwierig. Und er ist heißblütig. Aha. Osgood scheint permanent überhitzt zu sein, reißt die Fenster auf und vermeidet warme Kleidung. Er sollte kühl gehalten werden. Ja, okay. Also im Sommer dreht er durch, oder was? Sehr interessant. Nahkampf. Aha. Ich denke, er ist Meisterschütze. Okay, der hat 12. Ja, das geht ja. Was haben wir hier bei Siebel zum Beispiel? Die ist schon bei 19. Na klar.
Lena hat aber auch erst 9 zum Beispiel und Donald 11. Also den kann man auch gut zur Jagd und auch mit dem Bogen ausrüsten. Wohl auch im Nahkampf nicht schlecht, ist 14. Oh. Ist besser als Brent. Das ist nicht so schwierig, aber ist besser. Herr Burger ist auf einem ähnlichen Level. Die ist natürlich, die killt alles, was hier vor die Füße kommt. Keltwelt ist im Nahkampf auch nicht ganz so toll. Eomer ist froh, wenn er sich selbst dabei umbringt. Ja, Donald, da geht's noch im Nahkampf, ist auch nicht so ganz schlecht. Okay, dann haben wir hier einen. Den können wir sowohl als Schütze, aber auch als Nahkämpfer einsetzen. Auf Nahkämpfer wäre vielleicht nicht schlecht, weil wenn er uns am Keks geht, weil er mit einem Streit anfängt, dann ist er ganz vorne in der Front bei dem nächsten Angriff. So löst man das in der Armee. Die Leute, die unbedingt kämpfen wollen, die bekommen es auch. Man braucht immer Helden, die voranstürmen und als Erste auf der Mauer sind, die Pfeile fangen für die anderen. Das muss es auch geben. So, dann gucken wir mal, was wir hier machen können. So, Brent ist am Lernen. Braver Mann. So, nehmen wir auch noch diesen anderen Tisch. Dann machen wir mal 30 Bücher. Das brauchen wir noch für irgendwas. Ich denke, so lange mal auf 30, ja. Und Bauern mussten wir auch noch. Basisforschungstisch. Forschungstisch. Dann gab es noch einen, oder? Die Valverdun ist in der Botanik besser geworden. Gut, da. Der pennt noch, okay. Ah, Leder ist auch am Forschen, sehr schön. So, jetzt ist mein Scheiterhaufen am Brennen. Ist mein neues Hobby jetzt, Scheiterhaufen. Der beschafft Ressourcen, der Gärtner, die Schneider, der schreibt. Odrik und der... Wer ist er? Wer ist am Zocken? Da ist noch ein Vogel hier. Produktion. Okay. Dann beschaffen wir die Ressourcen. Also frische Leichen. Igor würde sich freuen hier, glaube ich. Überall Knochen, Leichenteile. Hervorragend. Oskar pennt immer noch. Okay. Den können wir natürlich dann auch entsprechend dann einsetzen. Stürzt. Ah ja, er ist jetzt wach. Sehr schön. Und der ist wahrscheinlich was. Ne, der pennt schon wieder. Auf dem Boden. Der ist aber sehr müde. Eieiei. Aber ist nicht hungrig. Ist gut ausgebucht, aber pennt. Okay. Warum auch nicht? Ja. Gucken wir, können wir hier noch Schönes bauen? Wir müssen natürlich unsere Mauern mal weitermachen. Aber da brauchen wir wieder Ressourcen erstmal. Was sind denn diese Dinger? Müsste eigentlich hier sein. Hier. Okay, auf gut pennt. So. Ah, der Schalter auf dem Brennen. Das lobe ich mir. So gehört sich das. Wunderbar. Das sieht man gerne. Wie lange pennt der denn noch? Na gut, gucken wir mal. Könnten die jetzt eigentlich alle mal auf Winterkleidung umstellen?
Ausgott ist ja schon auf Winter gewesen. Genau. Da braucht man nichts machen. Der betet jetzt. Oh Gott, oh ja. Aha, ist auch so ein. Alles hat hier für ein Stinks Eichenbrüder Gedöns, okay. Und dann können wir ihnen ja jetzt auch eine ordentliche Ausrüstung geben. Mal gucken. Mal gucken. Wir haben dann noch hier eine Rüstung für den. Was haben wir denn hier noch? Winterkleidung hat er ja. Das brauchen wir jetzt nicht. Leinengambeson. Der ist aber auch schon ein bisschen angeschlagen. Hier noch ein bisschen was recyceln und genug Schrott draußen rumliegen. So, was haben wir denn hier? Hier hat man so ein Lederkäppchen. Ne? Den Helm aus Leder kann man Entschuldigung, ausgegeben. Er hat zumindest eine ordentliche Kopfbedeckung. Diesen Wollkappe, der mag es eher kalt, der braucht also eigentlich keine Wollkappe im Kopf. Und hier haben wir noch was rumliegen. Das ist Winterkleidung, ne, die brauchen wir nicht. So. Was haben wir hier? Das ist eine Rüstung aus Leder, die ist aber eher so bäh. Was haben wir hier? Kettenrüstung, die ist aber auch schon ziemlich kaputt. Im Streitkolben. Verstärkter Holz. Der ist auch nicht mehr ganz so neu. Na gut, wir können uns natürlich auch einen produzieren, aber das dauert dann wieder ein bisschen. Was haben wir denn hier noch rumliegen? Das ist noch Winterkleidung und so Zeug. Kann man jetzt auch nicht so gebrauchen. Was haben wir hier? Schwach, die sind auch alle schwach. Und die besten Waffen. Das sind eher, ja, ist auch nicht so doll. Hier wachsen die Pilze mitten, mittendrin, ja, okay. Ja, der Schild ist noch am besten, ne? Hm. Gut. Dann soll er sich hier damit ausrüsten. Dann hat er ein Beil. Eisenbeil. Dann hat er einen Helm. Wollwinterkleidung. Dann brauchen wir für ihn noch eine, oh, eine ordentliche Rüstung, würde ich mal sagen. Weil das da 3,75, der hat hier 3,48 Schadenspunkte. So, jetzt ist er schon mal ausgerüstet hier ein bisschen. Der ist gut. Wir kehren aus. Okay. 83 Kilo sieht man ihm gar nicht an. Okay. Hier liegt auch noch Zeug rum überall. Mein Gott. Ist ja ein Tohu Wahabuhu, wie man so schön auf Isländisch sagt. Holzschild, Holzbuckler. Da kann man ordentlich ein Holzschild bauen. Also, wir sind ja schon dabei, aber da kommt keiner hinterher. Gut. Dann bauen wir mal eine schöne Rüstung. So. Und hier mal voran, Freunde. So kann er hier nicht weitergehen. Geht er schon wieder pennen? Tatsächlich. Ja, aber ein Schlafbedürfnis, der Junge.
ob der so nützlich ist. Ich habe da gerade so meine Zweifel. Hier laufen die Wölfe rum. Uiuiui. Uiuiuiui. Ui, ui. Hier liegen auch noch Grippe. Irgendeinem Angriff vermute ich. So, geht's denn hier mit dem Steinen weiter? Oh, hier wird mal ein bisschen gehämmert. Das ist ja mal ein Fortschritt zumindest. Und die haben jetzt hier mal die passenden Zinnen, aber jetzt ist auch wurscht. Es erfüllt seinen Zweck, das ist die Hauptsache. So. So, dann könnte man das hier auch mal abreißen. Hier nochmal ein Stückchen Mauer neu machen. So nach und nach werden wir uns dann hier einen schönen Steinwall errichten. Mach es weg, komm, mach es weg. Zwiebel. Ein Heuhaufen. Ne? Ich hoffe, da sind keine Nadeln drin. So, das ist alles weg. Sehr schön. Sehr schön. Dann bauen wir hier auch gleich mal eine ordentliche Steinmauer hin. So. Dann können die das abreißen. Dann haben wir hier zumindest kein Loch. Das finde ich nicht so gut, haben wir eigentlich. Warum ist ja keine Treppe? Was ist das wieder für eine Schlamperei? Jesus. Komisch aus. Gut. Hier geht's also weiter. Ist da die für ein Haufen? Er hat einen Haufen gemacht, Leute. Was ist das? Die liegen auch überall. Mein Gott, sind das alles von Überfällen? Die Leichen noch, oder was? Ist ja rein zu Drama hier. Was war das? Ein Kreuzchen. Aldrich ist am Beten. Vielleicht für einen besseren Helm. Man weiß es nicht. So, hier haben wir ja eh eine natürliche Steinmauer. Also hier können wir auch mal uns ein bisschen erweitern vielleicht sogar. So bis da dran. Das wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Pilzhaufen. Kann halt mal jemand wegtun. Herrgott. Ah, die pennen schon wieder alle hier. Ja gut, Betten haben wir noch. Das ist alles ausreichend. Obwohl, ne? Doch, die liegen alle auf dem Bett. Ja, das sieht man unten nicht so gut. Ja, durchs Fenster sieht man es. Warum auch immer das auf ist. Warum ist das auf? Hallo? Hä? Hey? Ja. Yes, das war ja. Valvarun ist noch online, wollte ich gerade sagen. Er hat noch hier im mittelalterlichen Internet geguckt. Wird sie wahrscheinlich beim Black Friday was bestellen. So. Ja. Ups. Oh, Eomer ist heute 54 geworden. Hey, alles Gute, Eomer, altes Haus. Ich hoffe, du erlebst noch viele, viele Jahre. Bin gespannt, ob man hier im Spiel auch sterben kann. Das wäre natürlich schade. Der ein oder andere Siedler wächst an mir schon so langsam ans Herz. Also. Eieiei. Da müssen wir hier noch eine Trauerfeier anfangen. Aber wir haben ja Scheiterhaufen. Natürlich mal wieder nicht brennen. Sag mal, hier kommt auch nichts hinterher. Wir haben irgendwann, glaube ich, hier 100 Leute, aber keiner macht was. Also, unglaublich. So, Osgood, bevor du hier rumrennst. So, Produktion. Von Leichenverbrennung erstmal priorisieren. Das ist echt eine Produktion mittlerweile, also. Hm.
Okay, wird geerntet. Schwacher Holzschild, aber der ist in gutem Zustand. Das ist ein verstärkter Holzschild. 25% Abwehr hat der. Der hier. Auch. Er hat aber mehr Trefferpunkte als der. Ja, dann nehme ich den. So, auch wenn er nicht der so viele, ja, nicht der stärkste Schild ist, aber der ist immer noch besser als den, den er hat. So, ihr macht jetzt hier die Rüstung hoffentlich. Nee, der macht ein Schild, okay. Das ist unzufrieden. Warum? Jetzt meckere mal hier nicht rum, du bist hier gerade neu. Jesus Maria. Ist hungrig, vermisst Unterhaltung, ist durstig. Sah viermal eine Leiche. Ja, mein Gott. Frag mal die anderen. Ja. Aber die Produktion, die läuft doch eigentlich. Die wartet auf Arbeiter. Und hier. Ja. So. Hier sieht's auch aus, ey. Können wir ja noch mal Essig machen. So. Forschungspunkte haben wir, ja. Kommen jetzt nichts zum Anfang erstmal. Chemie. Ja, Apothekertisch. Ah, da brauchen wir mal diesen anderen Forschungstisch, ne? Den erweiterten Forschungstisch. Ei, ei, ei. So. Donald Zecht. Enthaltung genießend. Textilien, ja. Könnt ihr ja mal da lagern, aber gut. Wie ist der ausgerüstet, der Bursche? Er hat Winterkleidung aus Leder an, das ist gut, okay. Die hat also ganz frisch an, denke ich mal. Ja, einen guten Wert, ja. So. Wir haben jetzt all. Ne. Eomer. Der hat noch Sommersachen an. Warum? Was geht hier vor? Warum machen die nicht, was ich ihnen sage? Winterkleidung aus Leinen. So, komm. Aus Leinen? Ja. Wenn das warm hält, ist okay. Gott los. Ist er gegen den Baum gelaufen oder was? Schwere Armverletzung? Oder die näher? Achso, der hat sich ja damals irgendwie immer noch oder ja mit der Axt selber den Arm abgeschlagen oder so ähnlich. Also ist ähnlich talentiert wie Brent vermutlich. Ich hab hier Leute. Es ist ein Drama. Okay. So, haben die hier mal was gemacht? Okay. Dann können wir den abreißen. Den. Hä? Ja. Und den. Die Treppe ist noch nicht fertig. Wir wollen jetzt eh mehr hin. Reißt ab. Okay. Abreißen kann er zumindest.
Graf. Oder Schnaps ist ja auch bald fertig, oder was? Fermentiert. Ah ja, Bier. Ah, okay. Bier ist fertig. Yum, yum, yum. Craft Bier, selbst gecraftet hier. Ja. Hier ist auch der Baum direkt vor den Zinnen. Da kann man eigentlich hier raufklettern. Ist in der Burg. Prima. Passt. So, machen wir ein Mäuerchen. Ausgewählt. Zack, zack. Und hier auch. Bums. So, einmal das. Und die passenden Zinnen müssten wir auch noch finden. Das ist natürlich schwierig. Aber sind die nicht eigentlich direkt hier? Das ist eigentlich auch bescheuert. Aber gut. Kalksteinzinne. Nee, den Fehler haben wir schon mal gemacht. Kalksteinblockzinne heißt das, was wir brauchen, Freunde. Merkt euch das. Sonst sieht das nämlich dann so aus. Naja. So, gucken. Haben wir eigentlich unsere Tätigkeit mal eingeteilt? Also Osgood müssten wir natürlich mal nach seinen Talenten irgendwas geben hier. Vergeben? Ich vergebe gar nichts. So, aus. Was war denn jetzt nochmal gut? Schneidern. Ja. Beim Bauen ist er gar nicht so schlecht. Beim Zimmern. Und beim Schneidern. Okay. Wow. Der hat eine 9. Am besten ist aber immer noch Sibyl. Medizin ist der 9. Das ist gar nicht so schlecht. Jagen könnte man mir auch geben. Ja, Lena soll halt ein bisschen mehr dazu lernen. Nicht so gut im Bergbau. Der ist auch gut im Bergbau, der Osgood. Interessanterweise. Mit 15. Die Goldene ist schlecht. Der Ordrig ist besser. Kochen kann er auch. Zimmerhandwerk ist aber eher so. Gut, der lernt da dazu, aber ist nicht so gerade seins. Forschung. Okay, Intellekt, da hapert's. Irgendwo Nachteil muss er ja haben. Gut, aber dann haben wir den auch schon ein bisschen eingeteilt hier. Sehr schön. Donald ist zufrieden. So, haben wir. Ja, na gut. Ich dachte schon, wir wären fertig. Nee. Wieder nur eine halbe Baustelle hier. Zumindest haben wir jetzt eine Treppe. Ja, sei es hier lang, T. So, Eomer macht hier mal die Fallen fertig. Das ist ja auch schön. Aber hier ist unser Scheiterhaufen auch immer noch. Das wird nie was hier. Also mal Ausgut nehmen dafür. Naja, okay, hat schon. Ja, mein Gott. Man sieht hier halt ein paar Leichen. In dem Ort hier. Sei froh, dass nur ein paar sind. Wir haben schon ganz andere Dinge hier gesehen. Wie sieht's aus? Region. Für die Region brauche ich einen Kartografietisch. Den kann ich also noch nicht machen. Wo krieg ich den überhaupt? Wo ist der? Verdammt. Ach hier, Kartografie. Da brauche ich 30 Bimmelbim.
Da brauche ich eine Kartografie. Kartografietisch. Na gut, okay, wieder mein. Dann machen wir das. So. Hier geht's nicht voran. Wir haben keine. Oder. Ja, wir haben schon Steine, aber es kümmert sich kein Schwein drum. Aber hier die Ernte ist scheißegal, um genug zu essen. Nächster Überfall kommt bestimmt. Dann haben wir dann die Ecke aus Stein. Wir greifen natürlich von der anderen Seite an. Haha. Sehr witzig. Hier steht noch ein Körbchen mit Pilzen. Kann das mal jemand einsammeln? Will den. So, mal gucken. Wenn wir das hier mal ein bisschen verlängern. Liebe Thorns im Zimmerhandwerk besser. Ja. Die Zimmer, die überhaupt. Ja gut, die lernt, wenn sie das macht, lernst du schon was dazu. Aus auf 4, aber eigentlich haben wir ein paar Künstler, die ein bisschen besser dabei sind. Oh. Ja gut, der Zimmerhandwerk 2 ist noch nicht so riesig. Also hier braucht man gar nicht erst die Hoffnung auf bei Weiferrunden ist mit Zimmern. Hier haut sich mit dem Hammer auf den Kopf. Das bringt jetzt nichts. So, ja, der Raum hier, das ist zu klein. Wir brauchen einen ordentlichen Festsaal. Das ist ja alles. Killifick ist dort hier. Ja, diese Felder hier sind dann ein Weg. Wenn wir in dem Raum mal was vergrößern wollen. Wir brauchen mehr Platz. Also wir müssen sehen, dass wir hier nochmal expandieren. Schauen. Wir können natürlich, was jetzt? Ach, Forschung ist verfügbar. So, das hier mal nach vorne ziehen. Hier hat man so eine natürliche Mauer von der Seite. Wäre also relativ preiswert, hier was hinzubauen. Ihr könnt auch hier so eine Mauer ziehen. Dann hätten wir hier den Bereich noch für Felder. Hier haben wir ja eh unseren natürlichen Wall. Ja. Hier war natürlich auch noch eine schöne Ecke, um zu expandieren. Hier, wenn man das hier verlängert. Die Felder hier kann man woanders hin machen. Hm. Was haben wir? Forschung. Hey, Kartografie. Dann machen wir das mal. So. Dann müssen wir jetzt so einen Forschungstisch bauen können. Nee, eine Kartografie-Tisch. Wo finde ich den? Oder kriege ich das so? Nee. Da, hier, aha. Auf diesem stabilen Tisch befinden sich eine Karte mit allen bekannten Orten in der Umgebung. Sie dient zur Orientierung und zum Planen. Ja. Wo baue ich denn den jetzt noch hin? Ich habe keinen Platz hier. Ein Schlafzimmer? Nee, das sieht doch auch doof aus, oder? Ja. Müssen wir das hier eigentlich mal verlängern? Haben wir auch keinen Platz? Wir. Ja. Ich brauche Gebäude, Freunde. So geht das hier nicht weiter. Das ist zu klein und zu eng und zu bäh. Ich baue den erstmal hier rausnehmen. So. Ich glaube, das Ding ist da. Kann man immer noch verschieben. Regnet es halt auf die Karten, ist mir auch egal. So. Puh. Hier ist das, ja, hier ist auch alles voll Bücher inzwischen. Sieht am Alkohol aus, ja, läuft. Was gibt's hier? Produktion ist grober Wein, okay. Und hier wird nochmal Bier fermentiert.
lassen wir das hier mit dem Bier. Dann machen wir hier noch eher, wenn das hier fertig ist, Essig. Wird geräuchert. Okay. So, Eomir läuft hier so durch die Gegend. Alle haben irgendwie was zu tun, aber keiner macht was. Wurden behandelt, ah? Okay, so vorbeilaufen hier. Komm, Eskort, schnell, nimm das Pflaster. Fup. Okay. Wo machen die nicht weiter? Die haben noch genug Ressourcen. Die muss nur einer mal ins Lager transportieren hier. Heiliger Strohsack, sag ich nur. Also die Mauern würde ich aber erst ab renovieren, wenn hier mal die nächsten Gegner gekommen sind, abgefrühstückt sind. Ich meine, hier liegen noch die Leichen von den Alten, aber die kommen dann wahrscheinlich gerade dann, wenn ich hier die Mauern einreiße. Ich glaube, die müssen wir eh entfernen. Verlagern kann man die. Hm. Also der Rest, den abbaut hier und dann zieht er hin. Verschwenden. So, bauen die Fallen hier vor unserem Scheiterhaufen, weil anscheinend haben ja die Gegner immer was gegen unseren Scheiterhaufen. Jesus, oh ja. Der entfernt ein Gebäude. Okay. Donald betet. Wenn man hier lebt, muss man das regelmäßig, glaube ich, auch. Das wollte ich jetzt gerade. Also, sind die ganzen Ressourcen hier. Da muss man einer eben Steine aufbauen, ne? Wenn das keiner macht. Die sind zwar in Produktion, aber hier ist kein Arbeiter, das ist das Problem. Und den hier mal. Nö, so keine. Nö, oh, so interessiert ja keinen, so Waffen bauen. Nö, brauchen wir alles nicht. Das ist auch gedönst, was hier noch rumsteht. Eben noch ein Kurzbogen, schwach. Hm. Oh, Keltwell arbeitet hier. Ja, Gott sei Dank. Und dann geht er wieder. Ja. Oh, wir haben es getan. Schnell, hauen wir wieder ab. Was er dann merkt. Mhm. Das ist unsere Küche. Verpackte Mahlzeit. Das wird jetzt gemacht gerade, die üppige. Naja, wir haben ja natürlich auch mehr Leute. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir durch den Winter damit kommen. Dann schon mal Vorräte anlegen. Oh, das wird ja natürlich einer mal was mit Steinen machen. Kräuter aber auch reichlich.
Oh, hier wird gezecht und gespielt. Sehr schön. Der ist Bier getrunken. Sah so aus. Okay. So, hier haben wir noch eine Falle. Ah, die haben wir vergessen, oder was? Oh, dann bauen wir die hier, wenn wir hier eh was hinbauen. So, dahin. Und dann, gut, dann reißen wir die Mauer schon mal ab. Würde ich mal sagen. Ups. Ne, hoch. Upsala. So. Der Baum noch mal weg. Da auch. Hier können wir eigentlich auch so einen natürlichen Turm draus machen aus diesem Stein hier. Die Treppe hoch. Mauern drumherum. Dann hätten wir sowas wie das hier. Vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Naja, Donald ist jetzt Chefbotaniker geworden, sehr schön. Hier steht auch noch ein Baum. Oh Gott. Ach, hier diese Zinnen, das muss man mal einzeln anklicken, das ist immer doof. Die hängen dann einfach in der Luft, das macht ja auch Sinn, ne? Das macht ja auch total Sinn. So, weg. Kolonk. Die mühsam gemachte Mauer. Weg ist sie. Kann man eigentlich auch direkt mit Stein arbeiten hier. Was hat die eigentlich alles? Ja, Johannisbeeren. Johannisbeeren. Gebaut, schon mal gut. Jo, da momentan noch nicht so viel Steine, machen wir erstmal eine Holzmauer hier hin. Hauptsache ist mal hier dicht, wo die nächsten Gegner kommen und einfach hier in den Ort rennen können. Das kann man dann immer noch ersetzen. Tor haben wir hier, ist natürlich ein bisschen weiter Weg. Ne? Entschuldigung. Wenn ich hier zuschaue, kriegt man einen trockenen Mund. Da hinten noch ein Tor bauen wäre schon nicht schlecht. Die müssen mal so riesen Umwege hinlaufen. Natürlich wieder ein Punkt, wo man angreifen kann. Ne? Bauen wir vielleicht erst, wenn wir hier fertig sind. Hier liegt eigentlich reichlich Stein herum. Müsste nur jemand mal holen, vor allem. Jetzt müsste nur einfach mal. Wo ist denn eigentlich unser. Das Ding. Ja, wir müssen auch noch mal wieder ein paar bisschen Eisen machen.
Ärzte wartet auf Arbeiter. Okay, dann machen wir jetzt mal als nächstes Essig. Wir haben ja genug groben Wein gemacht. Komm, mach mal hier weiter, Junge. Und hier läuft noch das Bier. Okay, das fermentiert aber lang. Die ist auch noch eine Baustelle. Oh Gott. Jungs, Jungs, Jungs. Ostcode betet mir ein bisschen viel. Jetzt reicht's aber auch. So, okay. Zumindest die Lücke hier ist zu. Ja, schon mal gut. Gut, dass sie nicht einmauern können jetzt hier. Nee. So, dann machen wir hier erstmal Zinnen drauf. Hä? Was machst du denn da jetzt? Hä? Das war das. Ich wollte Holzzinnen haben. Hm, was macht das Spiel mit mir hier gerade? Ich will das drehen, warum macht er das nicht? Also. Ich kann es nicht drehen. Hä? Oh, dann machen wir erstmal die Doppelmauer, damit das Ding fertig ist. So. Deswegen sind die Zinne fertig, ja. Die ist fertig. Aha. Haben wir schon Kälte oder was? Oh, ein Grad draußen. Okay. Das ist doch nicht so gemütlich. Mal wieder einen Ofen anmachen. Ne? Ich meine, hier brennt er hier eh. Hier sind noch 21 Grad. Hier ist kühl. Ah. Okay, da müssen wir nochmal einen Ofen hinbauen irgendwie. Kann man leider schon nicht was hin tun. Hier wollen wir nicht. Hier haben wir. Da ist ein Ofen. Hier auch. Hier haben wir überall einen. Hier ist jetzt keiner. Okay. Und ja, hier hat man auch noch keinen. Dann machen wir da auch noch einen Ofen hin. Und beim Beten frieren die halt den Arsch ab. Das ist ihr Problem. Da muss ihnen halt ihr Herr Gott helfen. Kann ich alles machen hier.
Können wir eine Brauerei noch so einen Ofen hinstellen? Oh mein Gott. Wir haben ja ein Dach, ne? Ja. Wo ist denn die? Die Tür ist aber auf. Hier kann es sein. Kann man hier oben eigentlich auch so ein Ding hinbauen? Der verbraucht doch nichts, ne? Was ist das? Ja. Also irgendwie funktioniert das nicht mit der Maussteuerung hier irgendwie heute. Das muss weg. Das ist für ein Blödsinn. Ich habe natürlich auch gebaut, aber die bauen alles, was ich hier für einen Blödsinn mache. Ugh, Leute. Jesus, Maria und Josef. So war das gedacht. Ich dachte, das hätte ich auch so markiert. Hier, Pfeifen. So. Warum auch einfach, wenn es kompliziert geht. Nicht wahr? Uff. Warum auch nicht? Auf der Stelle. Also das ist komisch. Hä? Hey, also irgendwas. Der will immer direkt. Ich will, kann es nicht drehen. Ne, keine Ahnung. Wir können keinen Sinn bauen. Irgendwie spinnt das Programm. Keine Ahnung. Oder meine Maus. Irgendwas spinnt hier. Dann müssen wir es so lassen. Keine Ahnung. Hauptsache. Ne, warum reißen die das dann nicht ab? Seid ihr für ein Scheiß hier, Mensch? Baut eigentlich die verdammten Steine hier ab. Schlafen jetzt alle. Das hat hier keiner mehr so. Ach doch, ne, Ausgold ist noch rum. Der schläft. Hier steht, er schläft. Schlafwandelt. Merkwürdige Leute hier. Der ist unzufrieden, während er schläft. Hallo? Ist es gut jetzt? Was ist hier? Mhm. Ah, das war neu, dass hier so ein Ausrufezeichen ist. Ja, sie also jagt auch keiner, ne? Hier haben wir ja. So. Auf zur Jagd, Freunde. Du könntest ja mal hier den. Ups. Den Feuerbehälter mal priorisieren, mein Freund. Hier wird es nämlich kalt. Geht denn hier aus? Da. Ich denke, so Lagen 2 waren diese komischen Metallfallen. Und hier diese Apotheke wäre vielleicht nicht schlecht mal zu kriegen. Das können wir mit Stahlballern eigentlich nochmal machen. Wahrscheinlich Äxte und andere Rüstungen. Ne? Hm. Schnapsdestille. Hm. Kandelaber. Okay, die brauche ich dringend. Kerzenleuchter. Hey, cool. Wir haben zwar kein Wachs, aber wir können Kerzenleuchter irgendwann machen.
Na gut. Ach, hier ist ja unser Kartentisch übrigens. Der ist ja fertig. Warum ist Siebel jetzt durchsichtig? Ach, die läuft unter der Erde rum, oder was? Ich dachte schon. Das ist jetzt ein Geist. So, kann ich mit dem Ding jetzt machen? Ah, jetzt können wir uns die Region angucken. Hey. Jo. Das ist jetzt unsere Siedlung. Und hier ist, jo, permanent feindlich. Aha. Bergbanditen. Okay. Die auch. Hier mögen uns alle nicht irgendwie. So weh. Eichenbrüder. Okay. Die sind neutral. Die sind freundlich. Philosophen der Ordnung. Ja. Und aus All Hallows kommen wahrscheinlich immer diese Idioten, die uns überfallen, vermute ich immer. Wild Wolferblow. Okay. Das passiert, wenn ich die anklicke. Kann ich da machen? Dann kann ich eine Karawane senden. Okay. Aha, dann kann ich hier einen auswählen. Das kann er ein Gepäck tragen, oder was? Den Scheiß kann er dann dahin tragen und dann. Was kriege ich dann noch dafür? Also, was habe ich davon? Was ist das? Ist das Gold? Geldmünzen? Oder wie? Also, den kann ich dann irgendwas verkaufen? Dass ich zu viel habe? Zum Beispiel 555 Holzballen, Heuballen. Was kriege ich denn dafür? Sagen wir mal, wenn man das jetzt machen würde. Warenwert. Hm. Ja, was ist das? Müssen wir mal ausprobieren. Gut, die Heuballen will jetzt keiner haben, aber. Ja, mit anderen Kram. Zum Beispiel Räucherfleisch könnte man handeln. Ja. Warenwert 50. Oder wir haben ja noch Winterkleidung hier rumliegen. Die könnte man verkaufen für 70 Dings. Was immer das hier ist. Hm. Was mache ich dann damit? Könnte man hier einen losschicken? Also Brent wird nie ankommen, aber. Und dann läuft er dahin oder was? Okay. Das müssen wir natürlich mal, können wir mal ausprobieren. Was ist das? Bergbanditen, permanent vereinigt. Sie werden weder Tauschhandel treiben noch Geschenke von Sumpftauen annehmen. Hm, okay, schade. Ich dachte, man könnte hinwandern, komplett in seiner Truppe und die dann aufmischen. Also, dass wir da Soldaten hinschicken. Hodder. Auch Banditen. OSB, oder wie immer. Schlechter Kannibalen. Na, das ist auch nett. Also, da kann man keine hinsenden. Man kann aber hier so eine Karawane nach Dengemarsch schicken. Aha. Hm. Okay. Gut, das probieren wir mal in der nächsten Folge aus. Wenn unser Rentier hier fertig ist mit der Ernte. Und dann schauen wir uns das hier weiter an. Bei Going. Die laufen jetzt einfach hier über die Mauern. Medieval. Und hier steht immer noch so ein Ding rum. Ihr Idioten, weg damit. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß. Yes, das machen wir.